So, Jens, endlich mal kurz Drehpause. Zeit für uns einfach mal kurz zu sprechen, so ein bisschen Hintergrundinformationen auszutauschen. Jetzt sitzen wir hier, erzähl mal, was ist eigentlich irgendwie so ein bisschen passiert? Ja, es war ganz lustig. Ich war damals unterwegs auf dem Weg zum Baumarkt und habe da ein paar Sachen kaufen wollen, weil ich zu Hause so kleinere Baustellen hatte, die ich mal bearbeiten wollte. Okay. Und dann bin ich mit dem kleineren Wagen meiner Frau losgefahren. Und habe dann nach dem Einkauf schnell gemerkt, dass es irgendwie schwierig war, die Sachen unterzubringen. Das ist irgendwie der Klassiker. Ja, genau. Und auf einmal kam dann der LKW vorbei mit den zwei Jungs und haben gefragt, ob sie mir helfen könnten. Und dann habe ich gefragt, ja, wobei denn? Ja, die Sachen unterzubringen, beziehungsweise nach Hause zu transportieren. Dann habe ich geguckt, die waren ja noch niemals von derselben Firma, sondern das war I&M. Ja, und ich habe bei einer anderen Firma eingekauft. Und sie meinten das ernst, ja, sie wollten mir helfen. Das ist echt verrückt. Und dann bist du mit ins Auto, mit den LKW und die haben dich nach Hause kutschiert oder wie ging es weiter? Nein, die haben einfach erstmal gesagt, dass sie den ganzen Wagen aufladen wollten. Und da bin ich total verrückt. Die können jetzt hier nicht den Wagen aufladen, aber sie haben mir das dann gezeigt, haben den Wagen hochgehievt. Ich habe dann eben noch die restlichen Sachen auf die Ladefläche getragen. Weil war ja nicht alles im Auto drin. Genau, es passt ja nicht alles rein. Und dann kam mir natürlich der Gedanke, die können jetzt hier auch mit dem Wagen wegfahren und klauen den. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich steige jetzt mit ins Führerhaus. Super gut. Und dann hast du die Jungs kennengelernt irgendwie, ihr habt wahrscheinlich viel gequatscht, ja, auf der Fahrt. Die fingen dann direkt an, natürlich erstmal nach meiner Adresse zu fragen, aber die fingen dann direkt an, mich auch zu beraten, was ich denn machen wollte und wie ich das machen sollte. Und haben mir auch sofort so eine Identifikation gezeigt. Mhm. Die waren halt voll bei der Sache, die haben nicht nur eben meinen Wagen da aufgehievt, sondern haben angefangen, schon den nächsten Schritt vorzubereiten. Das ist echt super. Und war das irgendwie der ausschlaggebende Punkt, dass du irgendwann gesagt hast, das gefällt mir alles so gut und jetzt wie kam da eine Anfrage oder wie lief das dann weiter danach? Wahrscheinlich haben die dann auch das weitererzählt, die Geschichte. Und sind die Leute von I&M eben auf mich zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten könnten. Und da ich natürlich selber diese persönliche Erfahrung auch gemacht habe, habe ich sofort zugesagt. Weil ich ab jetzt natürlich alle meine kleineren Sachen, die ich im Haus habe, schön mit I&M machen lasse. Super. Ich meine, besser geht's nicht. Ja. Man merkt auch, dass du hier locker am Set bist. Das macht dir Spaß irgendwie. Wir haben einen tollen Tag, einen tollen Produktionstag. Damit du aber jetzt noch ein bisschen Pause hast, schneiden wir das hier jetzt auch und sind wir fertig. Danke, Jens. Okay, danke.